Dies ist jetzt der Tag von der Mainzador. 5 Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Also wie gesagt, es ist keine bestimmte Reihenfolge. Ich habe da keine Lieblinge. Es sind einfach nur 5 Produkte, die ich total liebe und auf die ich eigentlich gar nicht mehr verzichten möchte. Da wäre zum Beispiel als erstes meine Bepanthen. Ich bin sowas von Bepanthen abhängig. Also ich schmier die mir immer auf die Lippen und es gibt kein besseres Mittel bei rauen, rissigen Lippen als Bepanthen. Also ohne die würde ich sterben. Einfach nur sterben. Dann ist das nächste Produkt, was ich über alles liebe, mir auch schon ein paar Mal nachgekauft habe. Und zwar ist das meine Gesichtscreme von Lancôme. Und zwar die Nutrix. Die habe ich mir jetzt am Wochenende erst wieder nachgekauft, weil meine wieder leer war. Ich habe auch mal andere Cremes ausgetestet und war damit zufrieden. Und ich greife immer wieder auf die Nutrix zurück. Also das ist auch, wenn es die nicht mehr gibt, dann glaube ich, sterbe ich. Ja. Dann mein drittes Produkt wäre mein Art Deco Lidschattenpuder. Was ich auch über alles liebe und eigentlich immer nutze und ja, der Farbton, der ist optimal und ja, da hoffe ich auch mal, dass der nie irgendwie aus dem Sortiment kommt. Dann mein viertes Produkt sind die Douglas Abschminktücher, die ich über alles liebe. Die sind halt so weich und angenehm auf der Haut und die nehmen das Make-up gut runter und ich kaufe die immer im Angebot für 1,95 €, sonst kosten die glaube 4 € oder so und dann schlage ich da mal zu. Ja, dann das nächste Produkt ist das P2 Quick Dry Spray, was man über dem Nagellack sprüht, dass der schneller trocknet und das Zeug ist echt Hammer. Also ich wollte mir immer dieses OPI Drip Dry kaufen, aber der Preis, der war immer so, was mich abgeschreckt hatte. Und dann hat mir die Reni gesagt, oder hat allgemein gesagt, dass dieses P2 Quick Dry Spray von DM super ist und so wie das OPI und kostet 2,95 €. Das ist so eine Pumpflasche und ja, man lackiert die Nägel, sprüht das dann da drüber und dann trocknet das schneller. Also ich bin damit super zufrieden und ich liebe das Zeug. Also ich habe hier noch eine alte Flasche stehen und ja, kaufe ich mir mal, wenn ich mal im DM wieder bin. Dann habe ich noch ein Produkt, also das 6. Produkt ist mein absolutes Lieblingsparfüm. Die Flasche sieht schon aus, ey. Und zwar ist es das Lavon Eclat de Page. Ich glaube, so spricht man das aus. Kann man auch, glaube ich, unten gar nicht lesen. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, sieht man auch gar nicht gut. Und ich liebe diesen Duft. Oh, also gibt es ganz selten. Oder man muss den bei Douglas irgendwie bestellen. Und dann dauert 2 Wochen, bis man den bekommt. Und ja, ich muss mir den auch wieder nachkaufen. Ich habe mehrere Parfumsorten, die ich auch gerne mag, aber dieses so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr ein Parfüm für euch entdeckt habt, wo ihr sagt, das ist mein Duft, das ist mein spezieller Duft. Das ist genauso, glaube ich, wie bei Mein J'adore, wie sie ihr Mein J'adore Parfum hat, was sie schon jahrelang nimmt und was halt ihr Duft ist. Und so ist das mit diesem Lavon Eclat für mich. Also ich liebe ihn und wenn ich ihn drauf mache, ich finde, er riecht ja wie für mich gemacht. Finde ich, ja. Also das ist so mein Produkt. Dann hätte ich zwar noch ein 7. Produkt, das wäre der Chanel Inimitable. Den habe ich auch schon oft vorgestellt. Aber ich habe den jetzt eigentlich nicht dazu getan, weil ich mehrere Mascara-Sorten habe. Helena Rubinstein,
Christian Dior, Armani und ja, also ich bin halt so ein kleiner Mascara-Junkie. Von daher, er ist toll, er ist eigentlich auch mein heiliger Gral, aber ich wechsle oft. Ich wechsle oft meine Mascara und na, ich stehe auch dazu. Ja. Ja, das wären jetzt so meine Produkte. Und ja, meine ganzen Abonnenten können sich getaggt fühlen. Aber ganz speziell tagge ich jetzt mal die La Dupa, die Le Petit Nathalie, die Wish 87, die X Karenina und ja, fühlt euch erstmal speziell getaggt und sonst können alle anderen können auch sich getaggt fühlen, die halt Lust auf das Video haben. Ja, das wär's dann erstmal von mir und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!